ein Titel, bei dem ich persönlich sogar noch ein bisschen unschlüssig bin, was ich davon halten soll, ist dann im direkten Vergleich Om Shanti Om. Wieder mal ein großer Vorteil, dass ich nicht nur für mich, sondern auch für den Daniel bestelle und natürlich von Foxcatcher die 2 Stück bekommen habe, aber wir uns dann bei Om Shanti Om die Double Edition geordert haben, wo ich mir dann immer aussuchen kann, welche Version bei mir bleibt. Für uns da im Sammlungsupdate hat das einfach den Vorteil, dass ich euch dann von den Plain Archive Sachen immer beide Coverversionen zeigen kann. Da ist das linke mehr oder weniger eigentlich komplett einfärbig. Und das komplette Design entsteht nur durch die Prägung. Das ist für mich etwas ganz, ganz Ungewöhnliches, auch wenn es mäßig ausschaut. Aber im Vergleich dazu fand ich das Rot-Goldene einfach nur kitschig, so dass ich mich dann letztendlich eben für das Goldene entschieden habe. Bei uns einerseits die Nummer 205 und Nummer 142. Einzige, was mich ein bisschen bei Plain Archive stört, dass man beide Versionen bestellt und dann beide nicht dieselbe Nummer haben. Das ist ein bisschen bitter. Aber so ist das hier, finde ich, von der Prägung her wirklich wunderschön gearbeitet, auch wenn ich diesen goldenen Look nicht unbedingt so ganz bevorzuge, was aber vielleicht auch einfach damit zu tun hat, dass, finde ich, sowohl der goldene als auch der rot-goldene Look irgendwie das indische Bollywood-Kino hervorragend repräsentieren und ich persönlich nicht der größte Bollywood-Fan bin. Ich glaube, Om Shanti Om wird der erste Bollywood-Film, den ich sehe, wenn ich ihn denn sehe. Da gibt es zum Beispiel aber auf dem Keep Case ein Artwork, ein Frontcover-Artwork, das ich hervorragend finde, das total super gezeichnet ist und das mir wirklich gut gefällt. Auch auf dem Backcover ein wirklich gelungenes Artwork. Ich denke fast, dass das auch bei der anderen Version ist. Es ist aber nicht dasselbe Keepcase, wie man hier erkennen kann, weil natürlich in der roten Edition dann auch das Keepcase in Rot gehalten ist und hier bei der goldenen eben in Gold. Diesmal haben wir ein sehr nettes, durchgehendes Design, wie wir es von Plain gewohnt sind, hier auch mit dem Sticker ebenfalls, logischerweise in Gold. Und diesmal kann ich im Gegensatz zu Foxcatcher, das schaut schon sehr edel aus, diese Goldfolienprägung oder Kaschierung, kann ich nicht aufmachen, weil diesmal hier wieder dieses Siegel verwendet wurde, ein relativ dickes, festes Siegel aus Plastik. Das möchte ich nicht aufreißen und aufbrechen. Aber auch wenn ich persönlich jetzt seit der ersten Sekunde, als Plain Archive diesen Titel angekündigt hat, auch hier, also man merkt wirklich, was Plain aus Papier rausholt, ist wirklich allererste Güteklasse. Also was das betrifft, macht ihnen, finde ich, weltweit niemand. Selbst wenn mir nicht alle Cover-Artworks so gut gefallen. Aber im Endeffekt muss man echt sagen, also von Om Shanti Om ist das mit Sicherheit die weltweit schönste Version, die es gibt. Und eine, die ich alleine als Sammler doch gerne in meiner Sammlung habe, in meiner Plain Archive Sammlung habe, auch wenn das jetzt sicher nicht der für mich schönste und beste Film aus der Reihe ist. Und ich